Name ist Ralf Anzi. Ich wohne hier mit meiner Familie, meiner Frau Antje Anzi und unserem Sohn Fabio, 11 Jahre alt, in Niederfüllbach. Und wir liegen im nördlichsten Zipfel von Bayern. Wir haben uns von vornherein festgelegt, dass wir das Haus mit erneuerbaren Energien versorgen möchten, losgelöst von fossilen Brennstoffen wie Erdgas oder Öl, um halt auch eine gewisse Nachhaltigkeit zu kreieren und dann halt auch mehr oder weniger unseren Nachkommen, Kindern, dass die halt auch noch was davon haben. Wir haben von Fromis ein Gesamtpaket bekommen, was die Heizung, Stromverbraucher, Mobilität abdeckt. Stromverbraucher, der Kopf davon ist der Wechselrichter Gen 24 Plus, der die ganze Sache steuert. Für die Mobilität haben wir die Wattpiloten installiert. Die Einbindung von den Wattpiloten war sehr, sehr einfach. Das heißt, die Wechselrichter sind im gleichen Netzwerk und die Wattpiloten auch. Das heißt, die haben sich dann irgendwann selber miteinander gekoppelt. Weiterer Vorteil vom Wattpilot unsererseits ist, dass die Umstellung von ein- auf dreiphasig automatisch passiert. Das heißt, je nachdem, wie viel gerade PV-Überschuss momentan existiert oder anliegt, stellt der Wattpilot automatisch auch die Ladeleistung dann um. Wenn das Auto einmal angesteckt ist, dann muss man sich eigentlich um nichts weiteres kümmern. Und fürs Brauchwasser zur Erwärmung den Ohmpilot mit dem Heizstab. Vorteil vom Ohmpilot ist noch, dass er automatisch die Leistung regelt, also sprich von 0 kW bis 9 kW, was er maximal machen kann. Das heißt, ist ähnlich wie beim Wattpiloten. Das heißt, man muss nicht permanent das manuell einstellen, sondern es passiert eigentlich automatisch im Hintergrund. Vorteil ist noch, ich kann über die App vom Ohmpilot oder die Software vom Ohmpilot kann ich die Vorwärmtemperatur einstellen, unabhängig, ob der Heizstab die Möglichkeit auch hat oder nicht. Das heißt, ich gebe da einfach eine gewisse Solltemperatur vor und die hält er auch tagsüber ein. Zusätzlich zu der PV-Anlage haben wir noch einen Stromspeicher installiert. Von BYD ist der Speicher, der im Keller steht, um dann eben auch Strom zu beziehen, wenn er eben mal nicht selber produziert wird, also sprich, wenn keine Sonne scheint. Entscheidung für Fronius war, dass wir das Gesamtpaket von einem Systempartner von Fronius bekommen haben und beziehen konnten und somit auch nur einen Ansprechpartner haben, was für uns auch sehr wichtig war.